Kalender. The 8 Pages. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Slender, The 8 Pages. Ich mache das Let's Play jetzt einfach, weil ich einmal etwas Abwechslung in diesen Kanal bringen möchte. Also sonst ist ja immer nur Minecraft, immer. Ich möchte einfach mal ein wenig Abwechslung da reinbringen. So. Deswegen mache ich auch mal was anderes als ständig nur Minecraft. Auch wenn es da natürlich schon sehr viel Abwechslung gibt mit den verschiedenen PvP und so weiter. Aber jetzt einfach mal ein Horrorspiel, Slender the 8 Pages. Ich habe hier gerade, ich weiß nicht wie spät, ich kann gerade nicht auf die Uhr gucken, weil ich habe mein Zimmer natürlich komplett abgedunkelt. Es ist, glaube ich, 10 Uhr oder so. Nachts. Also, und ich habe wirklich alles abgedunkelt, gerade Kopfhörer aufgesetzt und so weiter. Also, um voll Gruselstimmen hier reinzubringen. Und da ist ein Haus. Ich muss sagen, ich habe das Spiel noch nicht vernünftig gespielt. Ich habe mich mal kurz angeschaltet, um zu gucken, ob das flüssig läuft und so, aber das war's auch schon. So. Oh oh. Ein Stuhl. Und ich muss mich beeilen. Also ich werde so lange Folgen von diesem Spiel herausbringen. Ha! Ich werde so lange Folgen von diesem Spiel herausbringen, bis ich alle 8 Seiten gefunden habe. Also bis ich es quasi durchgespielt habe. Oh. Oh oh. Ach so, da geht's raus. Da auch. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich brauchen werde. Vielleicht werde ich schon bei der 2. oder 3. schaffen. Auf jeden Fall mal gucken. Ich hoffe nur, uns geht die Taschenlampe nicht aus, weil dann wird es für euch sehr dunkel und für mich auch und dann sehe ich nichts mehr und das wäre dann ziemlich kacke. Leider habe ich nur so einen kleinen Bildschirm, weil ansonsten wäre das richtig schön horrormäßig, wenn ich jetzt hier so einen schönen großen Bildschirm hätte und dann noch mehr sehen würde. Und falls ich irgendwie einen komischen Effekt oder so auf der Stimme habe, dann liegt das daran, dass ich das bearbeitet habe. Nicht daran, dass das Mikro jetzt irgendwie kaputt ist oder so. Nein, ich habe nur die Taschenlampe ausgeschaltet. Keine Angst. Ups, jetzt bin ich auf den Knopf gekommen. Oh. Und da hinten höre ich irgendwo eine Eule zirpen. Und ich sag euch, wenn jetzt jemand in mein Zimmer kommt und dann wird sich hinter mir Hallo sagt oder so, ich würde mich so übelst erschrecken. Ich höre den Wind rauschen. Wann finden wir endlich die erste Seite? Ich habe eben schon ein paar Videos geguckt von. Oh, ein Zaun, ist das die Mitbegrenzung oder was ist das? Oder kommen wir da irgendwie vorbei? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gerade eben schon ein paar Horrorvideos geguckt. Last Night von Kronk und Cry of Fear von Sarazar. Aber einfach nur, um mich ein bisschen in Stimmung zu bringen, hat und nicht ganz gewirkt, weil ich da meinen Kopf noch nicht auf hatte. Die ich jetzt übrigens einmal etwas lauter drehe. Boah, scheiße, Alter. Der Sound ist so schnell laut geworden, ich habe mich selber erschrocken dabei. Übelst. Warte mal kurz. So, kurz Geräusche am Mikro, weil ich habe mich gerade selber ziemlich laut gehört. Ach du Scheiße, und das Windrauschen ist jetzt etwas laut. Oh oh, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein sehr schlechtes Gefühl. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Okay. Euch würde ich auch empfehlen, dass das Spiel am besten mit Kopfhörern.
Wow, upsala. Das Spiel mit Kopfhörern entweder zu spielen. Ich packe euch auch einen Download-Link im Beschreibung. Das könnt ihr kostenlos downloaden. Oh oh. Nein. Das Geräusch klingt nicht gut. Nein. Nein, bitte nicht. Die Geräusche klingen überhaupt nicht gut. Hilfe! Oh oh. Nein. Oh oh. Hört ihr die Geräusche im Hintergrund, das Trommeln oder was das ist? Das klingt nicht gut. Boah, scheiße, warum nur? Vielleicht wird es doch das einzigste Video von diesem Spiel. Ich bin im Kreis gelaufen, also wieder. Das ist wieder das Haus. Boah, scheiße, Alter. Ich hasse Horrorspiele. Ich hasse Horrorspiele. Und die Taschenlampe hält nur 15 Minuten. Wenn die ausgeht, höre ich auf, okay? Weil da macht sowieso keinen Sinn mehr. Da finde ich nichts mehr. Oh, scheiße! Nein! Nein! Hilfe! Oh. Fuck, Alter, da war der eben echt nah dran. Scheiße. Hätte mich beinahe geholt. Fuck, Alter. Scheiße. Boah, ihr hört den Sound wahrscheinlich gar nicht so laut wie ich, aber das ist echt gruselig gerade. Vor allem, weil ich die ganze Zeit diese Geräusche im Hintergrund höre. Und ich höre die ganze Zeit. Die ganze Zeit höre ich diese Geräusche von den Schritten und so. Und zwar ziemlich laut. Und ich finde einfach keinen von diesen Seiten. Das habe ich doch noch gar nicht gesagt. Für alle, die das nicht wissen, also die dieses Spiel nicht kennen, kann ich das nochmal kurz erklären, auch wenn, glaube ich, fast jeder dieses Spiel kennt. Wir sind sozusagen nachts im Wald gestrandet. Wir müssen 8 Seiten finden. Und wir werden von einem Typen gejagt, der heißt Slenderman. Boah. Und der will uns umbringen. Und wenn der halt in die Nähe kommt, dann wird das Bild so grau und grisselig, so wie eben gerade schon einmal. Und dann heißt es rennen. Und ja, wir müssen halt 8 Seiten finden und das ohne, dass das Slenderman uns finden. Wir haben halt nur diese Taschenlampe. Wenn man die ausschaltet, ist es halt so dunkel, weil man sieht quasi gar nichts mehr. Die hält nur 15 Minuten lang und danach ist es dunkel. Das Slenderman überrascht einen immer und taucht plötzlich auf und dann... Boah. Also wenn das Spiel nicht selber gespielt, dann kann man sich kaum vorstellen, was für ein Nervenkitzel das ist, weil... So, ich laufe mal kurz ein Stückchen. Kann man sich kaum vorstellen, was für ein Nervenkitzel das ist, vor allem, da ist schon wieder das Haus, ey. Vor allem, weil ich die Geräusche total laut höre und mich komplett auf das Spiel fixiere und halt nur so nebenbei rede. Und ich höre die ganze Zeit diese Geräusche, dieses, ich weiß nicht, es klingt, als wenn jemand mit einem Hammer auf etwas schlägt und dann noch ein Widerhall davon ist. Oh, und diese Nebelschwaden hier, die machen mich total irre, denn ich denke, hier so im Augenwinkel, da taucht das Slenderman auf. Boah, ich höre da hinten einen Wolf jaulen. Nebelschwaden, Alter, die machen mich echt fertig. Boah. Weil die ganze Zeit denke ich, dass das Slenderman da übrigens, für die, die es nicht wissen, der hat einen Anzug an und der hat keinen Kopf oder kein normales Gesicht, sondern einfach so ein... Ja, ich weiß nicht. Stellt euch vor, das ist ein Typ und der hat sich einen weißen Sack über den Kopf gezogen oder so. Der hat keinen Kopf, der hat nur so eine Kopfform, aber ist alles weiß. Scheiße.
Und ich finde diese Seiten einfach nicht. Verdammt, ich habe noch nicht eine Seite gefunden. Das gibt's doch nicht. Und ich glaube, umso mehr Seiten man findet, es gibt insgesamt 8 Seiten, also passt zum Namen der 8 Pages. Und ich glaube, umso mehr Seiten man findet, umso gefährlicher wird der Enderman einem. Enderman, sag ich schon, der Slenderman einem. Da schon wieder. Ich weiß nicht, was war. War das jetzt ein Eule oder war das ein Wolf? Ich weiß es nicht. Aber umso gefährlicher wird der ein und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er einen erwischt. Soweit ich weiß. Und es ist wirklich fucking schwer, alle 8 Seiten zu finden. Man muss dafür echt abgehärtet sein im Spiel. Also im Gruseln. Und ich bin eigentlich nicht so ein Nervenkitzel-Fan. Achterbahn fahre ich gerne, aber auch nur begrenzt. Und ich bin eigentlich wirklich nicht so ein Adrenalin-Junkie. Und jetzt, Alter. Boah. Also das Einzige, was mir wirklich ein bisschen mehr Angst machen könnte, ist, wenn jetzt wirklich Slenderman kommt und mich töten will oder so. Oder wenn ich wirklich nachts allein im Wald bin, Alter. Das ist mir echt unheimlich. Es gibt auch noch andere Versionen von diesem Spiel. Also einmal muss man, glaube ich, im Keller rumlaufen und da Seiten suchen. Und von anderen weiß ich jetzt nicht so genau. Es gibt doch noch so eine Art ähnliches, nur da wird nicht vom Slenderman gejagt, sondern von einem Monster mit roten Augen. So. Ja, und das Monster mit roten Augen ist halt nicht ganz so gruselig, aber. Und das ist halt. Ist nicht ganz so schlimm, es ist so. Eine etwas abgehärtete Variante. Das habe ich bereits immer auf einer LAN-Party gespielt von einem Freund. Die Taschenlampe ist noch nicht leer. Aber die kann doch auch nicht mehr so lange halten, oder? Also ich weiß nicht, ob die wirklich 15 Minuten hält. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert. Und da ist schon wieder der Zaun. Und diese komischen Trommelgeräusche, was das sein soll, die jagen mir inzwischen keine Angst mehr ein, weil da habe ich mich jetzt beinahe schon dran gewöhnt. Aber nicht dem Slenderman sagen. Sonst holt er mich noch, weil er denkt, ich habe keine Angst vor ihm. Da würde ich gerne nochmal erwähnen, dass wenn man das Spiel nicht selber spielt, dann weiß man nicht, was denn das wirklich ist. Und man kann jetzt vielleicht sagen, hey, bist du die Pussy, vor dem Spiel kann man noch keine Angst haben und so. Aber wie gesagt, ich spiele eigentlich nicht so viele Horrorspiele und deswegen. Als Horrorspiel-Noob ist das jetzt für mich doch schon. Achtung! Ah! Scheiße! Ah! Hilfe! Hilfe! Scheiße, wo ist der? Ah! Ah! Oh, Scheiße. Pages 0 von 8. Click to continue. Oh, fuck, ey, da hat er mich geholt, Alter. Scheiße. Da habe ich mich jetzt echt erschrocken. Ich hätte nicht erwartet, dass ich mich so heftig erschrecke. Boah. Und jetzt kommt auch dieses verfickte Geräusch, Alter. Ja, also, wenn ihr mehr vom Slenderman sehen wollt und wie ich mich vor Angst übelst verjage, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Das zeigt, dass es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, bei meinem Minecraft-Videos vorbeizuschauen und so weiter und so fort. Und habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und ciao!